Niederlage. Ehrlich gesagt habe ich das schon kommen sehen. Ach du Scheiße, im Nachbarsgarten. Ja, wo er recht hat, hat er recht, ne? Jetzt haben wir den Salat. In Nachbarsgarten ist er gefallen. Ich hebe ab. Ich hebe ab. Ich dachte, das ist ein Profi. Nein, total. In den netten Garten des Nachbarn. Also in den netten, zum netten Nachbarn hin. Ne? Also ein netter Nachbar da hinten. Und da ist der fette Baum jetzt hinein. Gefallen. Oh du Scheiße, sagt die Gabi. Die ist da irgendwo noch da oben. Da kommt sie ja. Ja, das sieht scheiße aus. Es tut leid. Das ist natürlich. Wer will das schon, ne? Was ist passiert? Also, schönes Haus, das Nachbarn steht noch, nur der Zaun ist völlig demoliert. Und der Baum hängt im Zaun. Und im Nachbarsgarten, ja. So sieht das Ganze aus. Ernst bleiben, Klaus. Also eine ganz ernste Sache jetzt. Also schon, also ist ein Schaden entstanden. ja, was soll man machen, ne? Immer was Neues, ne? Ich halte mal die Kamera drauf, ja? Mhm. Da sieht man mal, dass auch einem Fachmann sowas passieren kann. Ja, also wir sind, wie gesagt, hier bei Webelas im Garten und hier ist das Mysterium passiert. Das durfte natürlich nicht geschehen. Die Harke, der Journalist Klaus Lüttgen von der Harke, ist natürlich direkt vor Ort. Ich hatte den richtigen Riecher, ja. Und Gabi... Eigentlich wollte ich da ja so eine heilige Hexe dran bin und den Baum verbrennen. Aber andere Leute wollten es wieder besser wissen. Ja, ja. Und, ne? Ja, ja. Der aber Baum hat sich gewehrt. Das ist ein wehrhafter Baum. Ja, genau. Von ungefähr 14 Metern. Ja, also schon ein großer Baum. Und jetzt haben wir ein Problem, aber... Das kriegen wir schon wieder hin. Das kriegen wir alles schon wieder hin. Dann hat der Herr Lüttgen noch eine Aufgabe die Tage, ja? Einen Zaun zu kaufen und zu reparieren. Ach so, ich dachte, die Scheiße jetzt wieder aus der... Ich hab die ganze Kacke jetzt wieder... Wir haben die Kacke am Hals. Wer filmt und recherchiert, hat die Scheiße am Hals. That's Rock'n'Roll, oder? Rock the road. Rock the road. Ja, dann darfst du auch noch einen Zaun reparieren, ne? Jetzt hab ich auch noch Gabis Zaun reparieren. Nee, du. Jeden Tag was Neues hier, stolz drauf. Oh, dann schöner Apfel, ja. Ihr seid schöner Apfel, ja. Aber nützt uns auch nichts mehr, ne? Also erstmal haben wir hier die Kacke am Dampfen. Ja, endlich was los, aber hätten wir es ehrlich gesagt sparen können, ne?